Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer und 100 Milliarden Dollar schwer, wird gerade ziemlich gefeiert. Und das, obwohl er vor kurzem noch der unbeliebteste CEO der Tech-Welt war. Vor allem im Vergleich zu Bad Boy Elon Musk wirkt Zuckerberg plötzlich wie ein Held. I can't believe I'm saying this, but a world in which Mark Zuckerberg is the new People's Choice Hero. Zuckerberg ist in der öffentlichen Wahrnehmung vom gefühllosen Roboter zum Superheld geworden. Aber ist dieser Imagewandel glaubhaft oder baut er sich gerade ein allmächtiges Social-Media-Monopol auf und wird so zu Mr. Monopoly? Das erfahrt ihr in diesem Video. Für Mark Zuckerberg läuft's gerade. Elon Musk fährt Twitter, sorry, das heißt ja jetzt X, komplett an die Wand. Und was macht Zuckerberg? Haut einfach einen eigenen Kurznachrichtendienst namens Threads raus. Also das nenne ich mal krasses Timing, oder? Plötzlich reden alle von der neuen Twitter-Alternative. Threads. 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 Threads geht am Anfang komplett durch die Decke. Nach nur einem Tag hat die App schon 30 Millionen Nutzer. Nach zwei Tagen sind es 70 Millionen. Und nach fünf Tagen haben sich über 100 Millionen Menschen da angemeldet. Nur mal so zum Vergleich. Twitter hatte laut Elon Musk zuletzt 540 Millionen monatlich aktive Nutzer. Die Plattform gibt es aber halt schon seit 17 Jahren. Threads ist noch schneller gewachsen als ChatGPT und hat damit in den ersten Wochen so viele User gewonnen wie keine Plattform zuvor. Zuckerberg gibt das natürlich einen krassen Confidence-Boost. Sein letzter Tweet liegt 11 Jahre zurück und ausgerechnet am Launch-Day von Threads haut er dann das hier raus. Elon Musk pisst das alles richtig an. Er und Zuckerberg können sich schon lange nicht leiden. Jetzt eskaliert der Beef aber komplett. Was genau da los ist, erklärt uns jetzt mal unser Funkkollege High-Performer Henning. Seitdem Elon Musk eine Rakete mit einem Facebook-Satelliten im Wert von 200 Millionen Dollar gegen die Wand oder Raketenstartbasis gefahren hat, ist die Lage zwischen ihm und Zuckerberg angespannt. Die beiden Multimilliardäre haben bei vielen Dingen einfach eine komplett unterschiedliche Meinung. Zum Beispiel ist Zuckerberg ein großer Befürworter von künstlicher Intelligenz. Elon glaubt hingegen, KI könnte eine existenzielle Bedrohung für die komplette Menschheit sein. Aber das ist nicht alles. Auf Social Media ist der Beef zuletzt komplett eskaliert. Beide shitposten, was das Zeug hält. Und für eine Weile sah es sogar so aus, als ob es einen echten Cagefight zwischen Elon und Zuckerberg geben würde. Inzwischen ist aber klar, dass es wahrscheinlich zu diesem Boxkampf nicht kommt, weil Elon noch ein paar Schönheits-OPs vor sich hat. Aber immerhin, wir waren relativ nah dran an einem Boxkampf zwischen zwei Milliardären. Und ich glaube, wir können uns sicher sein, dass der Beef der beiden in Zukunft noch viel guten Stoff für weitere gute Memes liefern wird. Für die Medien steht der Sieger im Duell der beiden Tech-Bosse jedenfalls schon fest. Sie feiern Zuckerberg gerade richtig ab. Die Medien lieben Twitter-Killer Mark Zuckerberg, der es mit Elon Musk aufnimmt. Unerwarteter Retter, Musks Allüren verhelfen Zuckerberg zu einem PR-Makeover. Threads verleiht Zuckerberg Heiligenschein. Moment, Moment. Zuckerberg der Retter? Zuckerberg der Heilige? So viel gute Presse hat der Typ doch noch nie bekommen. Wie er das geschafft hat, erzähle ich euch gleich. Aber zuerst, warum war Zuckerberg bisher so verhasst? Was hat er getan, um den Titel unbeliebtester Tech-CEO zu bekommen? Machen wir doch mal eine kleine Reise durch Zuckerbergs skandalöse Vergangenheit. Los geht alles im Jahr 2004. Da gründet der 20 Jahre alte Harvard-Student Mark Zuckerberg das soziale Netzwerk The Facebook. Und schon die Story dahinter sagt ziemlich viel über seinen Charakter. Der Vorgänger von Facebook hieß nämlich FaceMash und war ein Bewertungssystem für das Aussehen von Studentinnen. Die Frauen wurden vorher natürlich nicht gefragt, ob sie da mitmachen wollen. Und nicht nur das, Zuckerberg soll die Idee für Facebook von seinen Kommilitonen geklaut haben. Mark Zuckerberg, he stole our website. Zuckerberg streitet das natürlich ab. We know that we didn't steal any ideas or code. Okay, nur so viel. Facebook muss Zuckerbergs ehemaligen Mitstudenten später 65 Millionen Dollar zahlen, damit die eine Klage fallen lassen. Und es sollte auch nicht das letzte Mal sein, dass Copycat Mark Zuckerberg zuschlägt. Ich sag nur Instagram Stories und Reels. Beides kam nach Snapchat und TikTok. Eigentlich sind die erfolgreichsten Systeme, die Zuck entworfen und rausgebracht hat, eben die abgeschriebenen. Das ist Niklas Steenfert, YouTuber und bis vor kurzem noch Softwareentwickler bei Meta. Der hat gleich noch mehr Insights über Zuckerberg für euch. Jetzt springen wir aber erstmal ins Jahr 2016. Ab da macht sich Zuckerberg in der Öffentlichkeit nämlich so richtig unbeliebt. Auslöser ist die US-Präsidentschaftswahl von 2016. Die hat ja Donald Trump gegen Hillary Clinton gewonnen. Vielleicht auch dank indirekter Hilfe von Facebook.
Der Vorwurf an Zuckerberg ist nämlich, Facebook habe zugelassen, dass Hacker Fake News auf der Plattform verbreiten. Die Falschnachrichten waren hauptsächlich pro-Trump und anti-Clinton. Hier mal zwei Beispiele. Papst Franziskus schockiert die Welt und spricht sich in einem Statement für Donald Trump als Präsidenten aus. WikiLeaks bestätigt, Hillary Clinton hat Waffen an den IS verkauft. Falschnachrichten wie diese wurden einfach millionenfach auf Facebook geteilt und sollen so Donald Trump zum Sieg verholfen haben. Zuckerberg behauptet damals, dass Facebook ganze Wahlen beeinflussen könne, sei eine pretty crazy idea. Aber so crazy schien der Gedanke gar nicht zu sein. Das zeigen zumindest Recherchen mehrerer Zeitungen, die 2018, also zwei Jahre nach der US-Wahl, veröffentlicht werden. Ich sage nur Cambridge Analytica. Journalisten finden heraus, dass Facebook dem britischen Politikberatungsunternehmen Cambridge Analytica den Zugriff auf Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern erlaubt hat. Mithilfe der Daten hat Cambridge Analytica dann Wählerprofile erstellt und teuer verkauft, zum Beispiel an das Wahlkampfteam von Donald Trump. Der Skandal stürzt Facebook in eine heftige Krise. Und Zuckerberg? Der taucht erstmal unter. Tagelang trendet im Netz der Hashtag #DeleteFacebook. Allein in Europa löschen 3 Millionen Nutzer ihr Facebook-Profil. Die Investoren finden das gar nicht lustig. Innerhalb eines Tages bricht der Kurs der Facebook-Aktie am 25. Juli 2018 um 20% ein. Sowas Krasses hat vorher noch kein Unternehmen an der Börse erlebt. Der Crash kostet Facebook 119 Milliarden Dollar. Das trifft auch Zuckerbergs Privatvermögen. Der ist auf einen Schlag 17 Milliarden Dollar ärmer. Das ist rund ein Fünftel seines damaligen Vermögens. Viel größer ist aber der Schaden für seinen und Facebooks Ruf. Und plötzlich schaut auch die Politik genauer hin. Im April 2018 wird Zuckerberg insgesamt 10 Stunden lang vom US-Kongress gegrillt und zeigt sich reumütig. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Der Auftritt schreibt Geschichte und die ganze Welt macht sich danach über Zuckerbergs roboterartigen Auftritt lustig. Das Internet ist ein grausamer Ort. Nehm mal im Ernst. Für Zuckerberg war der Cambridge Analytica-Skandal ein echter Image-Schaden. Die Freundlichen sind ja noch, dass sie sagen, es ist wie ein Roboter. Die anderen irgendwie Alien und aber evil und ganz schlimm. Und man hat auch noch das Gefühl, dass er vielleicht sogar die Unwahrheit gesagt hat, dass er irgendwie so ein bisschen gelogen und rumgedruckst hat. Nach dem Skandal etabliert sich immer mehr das Bild von Zuckerberg eines gefühllosen und profitgetriebenen Roboters. Immer mehr Leute fordern seinen Rücktritt. Natürlich ohne Erfolg. Zuckerberg bleibt. Die schlechte Presse aber auch. 2018. Eine Recherche der New York Times legt offen, dass Facebook intime Nutzerdaten mit anderen großen Tech-Konzernen teilt. 2019. Facebook muss in den USA eine Rekordstrafe von 5 Milliarden Dollar zahlen. 2020. Zuckerberg lässt zu, dass sich ein umstrittener Tweet von Donald Trump unkommentiert auf Facebook verbreitet. Darin droht er Demonstranten mit Gewalt. Erst als zahlreiche Werbekunden Facebook boykottieren, lenkt er ein. 2021. Die Facebook Papers stürzen Meta in die größte Krise seit dem Cambridge Analytica-Skandal. 2022-23. Meta entlässt in zwei gigantischen Entlassungswellen Zehntausende Mitarbeiter. Okay, hier halten wir mal kurz an. Fake News, Hassrede, Datenschutzverstöße, Ideenklau, Massenentlassungen. Kein Wunder, dass Mark Zuckerberg von den Amerikanern 2020 zum unbeliebtesten Tech-CEO gewählt wurde. Klar, Meta ist Pionier der digitalen Welt. Dass da nicht immer alles rund läuft, ist irgendwie logisch. Aber die Leute werfen Zuckerberg vor, den Profit über die Interessen der Nutzer und der Gesellschaft zu stellen. Eben ein profitgetriebener Roboter zu sein. Niklas sieht das ein bisschen differenzierter. Zuck hat sicher eine ganz andere Meinung zu ehrlichen dieser Themen als die Kritiker. Also nicht nur nach dem Motto, ist mir egal und ich habe keine Moral, so habe ich ihn jetzt nicht wahrgenommen, sondern ich glaube, dass er die anderen Sachen tatsächlich anders gesehen hat. Zuckerberg hat also eine andere Haltung zum Thema Privatsphäre oder Fake News als der Rest der Welt. Klingt irgendwie so, als fühlt sich da jemand falsch verstanden, oder? Vielleicht auch deshalb ändert Zuckerberg plötzlich seine Strategie. Er will beliebter werden. Just as a human being, how does it feel though that so many people in the US have a negative view of you as a leader, as a human being, and the company you love? Well, I mean, it's not great. Das war ein Ausschnitt aus einem Podcast des russisch-US-amerikanischen YouTubers Lex Friedman. Zuckerberg war da 2022 zum ersten Mal zu Gast. Und das war schon eine ziemliche Sensation.
Eigentlich hat Zuckerberg die Öffentlichkeit nämlich immer so gut es geht gemieden. Da erlebt man ihn auf eine Weise ungefiltert und persönlich, wie es vorher undenkbar gewesen wäre. Also ich war wirklich regelrecht schockiert. In den Podcasts und auch bei anderen öffentlichen Auftritten gibt sich Zuckerberg plötzlich nahbar. Er ändert auch sein Äußeres, macht jetzt Jiu-Jitsu und erfindet sich neu. Jemand, der plötzlich richtig fit ist, muskulös auftritt, ein ganz anderes Selbstbewusstsein in den Raum trägt als vorher und plötzlich dadurch in einen positiven Pressezyklus kommt. Zuckerberg bastelt also Schritt für Schritt an seinem neuen Image. Und ratet mal, wer ihm wahrscheinlich am meisten bei seiner Verwandlung geholfen hat. Ausgerechnet sein Erzfeind Elon Musk, zumindest indirekt. Während Zuckerberg nämlich sein Image aufpoliert, ruiniert Elon Musk nach und nach sein eigenes. Musk radikalisiert sich zum Beispiel immer stärker rechts, wie hier der Spiegel berichtet. Die jüngsten Tweets des Tesla-Chefs zu George Soros bedienen antisemitische Codes. Als Twitter-Chef unterstützt Elon Musk zunehmend rechte Verschwörungsmythen. Immer häufiger landet er außerdem wegen seines Umgangs mit der Twitter-Belegschaft in den Medien. Mitarbeiter berichten: Elon Musk dreht völlig durch und schiebt Nachtschichten in der Twitter-Zentrale. Der Milliardär feuert offenbar Mitarbeiter, die nicht hart genug arbeiten. Und was macht Zuckerberg? Der nutzt Musks Selbstzerstörung, um sich und Meta klar auf der guten Seite zu positionieren. So richtig deutlich wird das beim Threads Launch, also der Konkurrenzplattform von Twitter. Schaut euch allein das Wording mal an. Laut Produktentwickler Chris Cox wünschen sich die Menschen eine Plattform, die in zurechnungsfähigen Händen ist. Und laut Zuckerberg soll Threads trotz seines Wachstums freundlich bleiben, also ein Ort ohne Hassrede und Co. Wenn das mal nicht Elon Musk-Bashing ist. Anders als bei Twitter gibt es bei Threads zu Beginn auch keine Werbung und kein Limit an Tweets, die Nutzer am Tag lesen dürfen. All of this is making Threads feel like this new haven, like a fresh start. The Twitter, but where everything is right in the world. Auch Experten loben Zuckerberg dafür, dass er es mit Elon Musk und Twitter aufnimmt. Das Beispiel Threads zeigt, dass auch große Tech-Unternehmen in neue Märkte eintreten und dort den Wettbewerb aufmischen können. Zuckerberg überrascht sogar die härtesten Facebook-Kritiker mit der Ankündigung, Threads an das dezentrale Netzwerk Fediverse anschließen zu wollen. Im Prinzip könnten User mit ihrem gesamten Threads-Profil dann einfach auf andere Plattformen wie Mastodon umziehen. Meta hätte dadurch weniger Kontrolle über seine Nutzer und könnte sie schlechter an Werbekunden vermarkten. Einen ähnlichen Move macht Zuckerberg kurz darauf bei der künstlichen Intelligenz. Er macht den Code zu Metas KI-Technologie frei zugänglich. Das hat eine klare Message. Wir machen es Open Source, wir machen es genau andersrum, wir sind die Guten. Zuckerberg will Meta in ein besseres Licht rücken als Google, Microsoft und Co., die ihre KI unter Verschluss halten. Ganz so selbstlos ist das Ganze zwar nicht. Dass rund um die Welt jetzt Programmierer an dem KI-Code arbeiten, macht ihn besser. Und davon profitiert Meta krass. Aber egal, die breite Öffentlichkeit nimmt Zuckerberg sein Gönnertum ab. Erinnert euch mal an die Schlagzeilen. Die Metamorphose ist perfekt. Aus Zuckerberg, dem profitgetriebenen Roboter, wird Zuckerberg der Superheld. Aber was, wenn der Schein trügt? Während Zuckerberg sich von der Presse feiern lässt, teilen einige Leute die Begeisterung nicht. Sie kaufen ihm seinen Imagewandel nicht ab und befürchten, dass er einfach nur noch mächtiger wird. Gehen wir die drei größten Kritikpunkte mal durch. Erstens. Viele sehen bei Threads mal wieder Mark die Copycat am Werk. Threads ist Twitter, nur mit einem etwas anderen Design. Und selbst da ist der Unterschied nicht so groß. Zuckerberg ist Profi darin, die Ideen anderer Leute zu Cash zu machen. So hat er schon viele Plattformen verdrängt. Oder kennt ihr noch MySpace? Ob Threads das auch mit Twitter schafft, ist noch nicht so klar. Ende Juli haben nur noch rund 10 Millionen Leute Threads täglich genutzt. Der Hype hat krass nachgelassen. Das muss aber noch nichts heißen. Aber was würde es eigentlich bedeuten, wenn Threads Twitter wirklich verdrängt? Das ist das zweite Problem der Kritiker. Zuckerberg verkauft Threads zwar als Geschenk an die Internet-Community. Es soll uns ja vor dem bösen Twitter retten und erst in ferner Zukunft will er damit Geld verdienen. Am Ende baut er damit aber einfach nur seine Macht weiter aus. Von den rund 8 Milliarden Menschen auf der Welt erreicht Zuckerberg mit der Meta-Familie, also Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger, monatlich schon über ein Drittel, also 3 Milliarden Menschen. Krass, oder? Und mit Threads fügt er seinem Social-Media-Imperium jetzt das letzte fehlende Puzzleteil hinzu. Instagram für Fotos und Videos, Facebook fürs Netzwerken mit Freunden, WhatsApp und Messenger zum Chatten und Threads für den öffentlichen Diskurs. Die Konsequenz?
sehr, sehr viele wertvolle Daten und gesellschaftliche Verantwortung in der Hand eines Unternehmers, der keine wirklich gute Bilanz im Umgang damit hat. Und ein übermächtiger Konzern, gegen den es die Konkurrenz echt schwer hat. Das zeigt auch der Threads Launch. Threads hatte gleich zu Beginn nur deshalb so viele Nutzer, weil die Plattform auf der gigantischen Userbase von Instagram aufbaut. Weltweit nutzen rund 2 Milliarden Menschen Instagram. Und Meta kann diese Milliarden Nutzer natürlich kostenlos mit Werbung für Threads bombardieren. Keine andere Twitter-Alternative, ob Mastodon oder Blue Sky, hat diesen Wettbewerbsvorteil. Und es wird noch krasser. Wer einen Threads-Account anlegen möchte, kann das nur über seinen Instagram-Account tun. Alle Daten des Insta-Kanals werden auf Threads übertragen. Will man seinen Threads-Account dann wieder löschen, löscht man damit automatisch auch sein Insta-Profil mit allem, was man sich da aufgebaut hat. Heißt konkret, wer seinen Insta-Account behalten möchte, wird wohl auch auf ewig seinen Threads-Account behalten müssen. Zuckerberg nutzt seine vorhandene Marktmacht also, um Threads groß zu machen. Und genau das ist auch der Grund, warum es Threads in der EU bislang ohne VPN-Client nicht gibt. Meta hat freiwillig auf den Launch in der EU verzichtet, weil Threads laut eigener Aussage einige Gesetzesauflagen nicht erfüllt, die nächstes Jahr in Kraft treten. Es geht dabei sehr wahrscheinlich um den Digital Markets Act, kurz DMA. Mit dem DMA will die EU Gatekeeper wie Meta daran hindern, dass sie zu viel Macht über Markt und Nutzer bekommen, also zu Monopolisten werden, und dass sie diese Macht dann missbrauchen. Offenbar befürchtet Zuckerberg, dass ihm die EU genau das mit dem Threads Launch vorwerfen könnte. Ist Super Zuckerberg also eigentlich Mr. Monopoly? Womit wir bei dem dritten großen Kritikpunkt an Zuckerberg wären. Denn genau davor warnen einige Leute schon länger. Roger McNamee zum Beispiel, ein ehemaliger Berater von Zuckerberg, hat letztes Jahr in einem Gastbeitrag geschrieben: Mark Zuckerberg muss gestoppt werden. Das sind schon ziemlich krasse Worte, oder? Über die Monopolfrage könnten wir jetzt hier noch ausführlich diskutieren. Manche Politiker wollen Meta sogar zerschlagen. Bislang sind solche Forderungen aber immer verpufft, auch dank intensiver Lobbyarbeit von Meta. Was wir dabei aber nie vergessen sollten, am Ende haben vielleicht ausgerechnet wir Nutzer die größte Macht über Zuckerberg. Man weiß ja nicht, was als nächstes kommt. Und wenn es schlecht macht und wenn es nicht gut managt, genau wie Elon Musk vielleicht die Twitter-User verlieren wird, könnte natürlich auch in Zukunft jemand das wieder angreifen. Meta ist keine Regierung, sondern ein privates Unternehmen. Zuckerberg kann die Nutzer nicht zwingen, seine Dienste zu nutzen. Die können auch einfach sagen, delete Facebook oder WhatsApp, Threads und Instagram. Und auch die Konkurrenz wird sich nicht ewig so dumm anstellen wie Elon Musk. Zuckerbergs Macht ist nicht in Stein gemeißelt. Mark Zuckerberg hatte eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Jahrelang ist er der Öffentlichkeit so gut es geht ferngeblieben und hat sein grottenschlechtes Image hingenommen. Dann plötzlich tritt er ins Rampenlicht. Durchtrainiert, kampflustig und als Retter des Internets. Was ihn zu diesem Wandel bewegt hat, bleibt sein Geheimnis. Ganz sicher steckt dahinter aber auch Kalkül. Er will Meta raus aus den negativen Schlagzeilen holen und erreichen, dass die Öffentlichkeit dem Unternehmen wohlgesonnen ist. Nur so kann es langfristig überleben. Mal schauen, ob er sein Image und das von Meta wirklich nachhaltig verbessern kann. Entscheidend dafür wird sein, ob er mit seiner enormen Macht verantwortungsvoll umgeht. Stichwort Datenschutz oder Wahlmanipulation. Ich hoffe, dass er das mit seiner neuen Plattform Threads nicht wieder verbockt. Das war unsere Analyse der Verwandlung von Mark Zuckerberg. Was meint ihr? Hat Meta zu viel Macht? Hat Zuckerberg aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Und wollt ihr, dass Threads auch nach Deutschland kommt? Schreibt es in die Kommentare. Mehr zu Zuck vs. Elon gibt's bei unserem Kollegen High Performer Henning. Und hier geht's zu unserem letzten Video.